Uns zugeschaltet ist Thorsten Reinhold, Sprecher des Deutschen Jagdverbandes. Guten Abend. Was geht Ihnen denn bei diesen Bildern durch den Kopf? Ja, guten Abend erstmal. Also ich habe die Fotos jetzt oder das Videomaterial das erste Mal gesehen. Das geht mir auch schon an die Nieren, muss ich sagen. Ich kann zu dem Einzelfall jetzt nicht sagen, aber mit einer offenen Falle zu jagen ohne Verblendung und dann die Katze einfach auch zu erschießen, die offensichtlich wohl genährt ist, die wahrscheinlich auch einen Besitzer hat, das ist recht fragwürdig. Aber im Einzelfall muss das Gericht entscheiden, was da jetzt zu tun ist. Wann darf denn ein Jäger überhaupt eine Katze erschießen? Tja, ja, ich glaube, da gehören so zentrale Eigenschaften dazu. Mitgefühl, Verantwortung und Fingerspitzengefühl. Ich selber jage auch im stadtnahen Bereich und ich habe in meinem ganzen Jägerleben noch keine einzige Katze getötet. Ich suche dann lieber den Kontakt zu den vermeintlichen Besitzern oder am besten ist, wenn ich so eine Katze, so eine wohlgenährte Katze finde, dann bringe ich sie zum Ordnungsamt, zum Fundbüro, damit der Besitzer ermittelt werden kann. Aber wenn wir jetzt mal nur auf die rechtliche Lage sehen, dann ist es durchaus erlaubt, dass Jäger Katzen erschießen. Genau, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Wenn sich eine Katze zwischen 200 und 500 Meter entfernt von einer Siedlung, dann kann sie getötet werden, weil Katzen, vor allen Dingen die verwilderten Katzen, eine große Gefahr darstellen für die Artenvielfalt. Also die Weltnaturschutzunion ordnet die Katze, die Hauskatze ein unter den Top 40 gefährlichsten invasiven Arten. Und wir haben in Deutschland 2,5 Millionen besitzerlose Katzen. Und da geht es eben auch wieder um das Thema Verantwortung. Da sind die Katzenbesitzer gefragt, ihre Tiere zu sterilisieren lassen und eben auch zu registrieren, damit wir diesen Pool an verwilderten Katzen endlich austrocknen. Diese 2,5 Millionen Katzen, diese verwilderten ohne Besitzer, fressen jedes Jahr über 100 Millionen Vögel und deutlich über 20 Millionen kleine Säugetiere. Also verwilderte Katzen durchaus eben auch eine Bedrohung für die Natur und für wildlebende Tiere. Zurück zu diesem Fall. Diese Katze saß ja jetzt bereits in einer Falle. Die hätte man ja einfach dem Tierheim übergeben können beispielsweise. Darf denn eine Katze, wenn sie schon in so einer Falle sitzt, überhaupt noch getötet werden? Also wenn ich ein Tier fange, dann kann ich es danach auch töten. Lebendfallen, verblendete, also dunkle Lebendfallen werden beispielsweise eingesetzt für den Fang von Waschbären. Wir haben von der EU die Aufgabe, Waschbären auch zu fangen, ihren Bestand einzudämmen, weil sie eben andere Tiere bedrohen. Das ist jetzt aus Jägersicht nichts Ungewöhnliches. In so einem Fall, wenn ich eine wohlgenährte Katze vor mir habe, die vielleicht sogar noch ein Halsband trägt, dann verbietet sich das. Also ich kenne keinen Jäger, der auf ein Tier schießt, das einen Namen hat oder eventuell einen Namen hat, einen Besitzer. Das ist verantwortungslos. Herr Reinhold, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.